Nach ihren Auftritten als Profitänzerin bei Let's Dance gibt Oana Nekiti nun ihr Schauspieldebüt bei Rote Rosen. Doch Erfolg hat auch seine Schattenseiten, wie die 35-Jährige in Touch Online verrät. Oana Nekiti ist schon lange nicht mehr nur als Profitänzerin unterwegs. Auch bei DSDS saß die gebürtige Rumänin in der Jury. Nun stürzt sie sich in ein neues Projekt, als Schauspielerin in der Kultserie Rote Rosen. Ehemann Erich und ihre zwei Söhne sollen dabei auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Wie sie den Spagat zwischen Karriere und Familie meistert, erzählt sie im Interview. Entscheidung für die Familie. Bei Rote Rosen hat Tänzerin Oana Nekiti ihre erste Schauspielrolle an Land gezogen. Doch Familie und Business unter einen Hut zu bekommen, sei nicht immer einfach gewesen, gesteht sie. Zu Beginn ihrer Laufbahn habe die ehrgeizige Sportlerin ihre ganze Energie in den Job gesteckt, um ihren Beruf als Profitänzerin so gut wie möglich auszuüben. Doch trotz ihrer florierenden Karriere habe sie oft an sich gezweifelt, es gab auch ein paar Jahre, in denen ich dachte, vielleicht würde ich mich erfolgreicher fühlen, wenn ich jeden Tag bei meinen Kindern wäre, gesteht Oana. Schließlich habe die Profitänzerin eine Entscheidung getroffen, weniger Arbeit, mehr Zeit für die Familie, ich denke, das ist der größte Erfolg meines Lebens. Da auch Ehemann Erich Klann beruflich stark eingebunden ist, sei das Zeitmanagement jedoch nicht immer leicht. Erich und ich versuchen, den Spagat zu schaffen, gleichzeitig erfolgreiche Eltern und erfolgreiche Künstler zu sein. Außerdem führen mein Mann und ich noch zwei Tanzschulen. Wir wollen erfolgreich sein, aber nicht auf Kosten unserer Kinder, betont die Zweifachmama. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit seien Aktivitäten mit der Familie besonders wertvoll. Wenn wir zu Hause sind, versuchen wir, nicht mehr über die Arbeit zu sprechen. Wir genießen dann die Zeit in vollen Zügen mit unseren Kindern, stellt Oana klar. Entspannen könne sich die Familie unter anderem bei einem gemütlichen TV-Abend, wir gucken gerne Animationen und zu Weihnachten die Klassiker wie Kevin, Allein zu Haus, freut sich die sympathische Serien-Newcomerin.